Kennt ihr irgendwelche Zwillinge im gleichen Alter am besten? Nein, egal. Uns hatten viele angesprochen, warum wir keine jagdlichen Waffen oder Sets anbieten. Also im Endeffekt eine Langwaffe, eine Repetierbüchse mit einem Zielfernrohr, mit einem Zweibein, mit einem Schalldämpfer. Hat folgenden Hintergrund: Wir hatten bis jetzt nicht die Zeit, haben es eigentlich immer noch nicht, weil dafür müssen wir erstmal überlegen, hey, was stellen wir denn zusammen und was soll das Ding denn kosten? Jetzt haben wir uns gedacht, wir machen ein Video und in dem Video können wir auch gucken, was da reinkommt und dann können wir das Set erstellen. Und das machen wir jetzt. Wir haben uns dafür die Rösler Target Light 6 ausgesucht. Rösler, kurze Info zum Hersteller. Das ist ein Hersteller aus Österreich. Rösler ist ein Hersteller aus Österreich. Die haben Lothar-Walter-Läufe und die kaufen die halt selbst zu. Es ist hier eine Repetierbüchse. Rösler hat mehrere Modelle. Hier geht es um die Target Light oder Titan 6. Warum 6? Es gibt auch die Titan 3. Das ist das System vom Verschluss. Und die Ziffer 3 oder 6 sagt aus, was für ein oder wie viele Warzen es sind. Bei der Waffe, Titan 6, sagt es ja schon, sind 6 Warzenverriegelungen. Den Verschluss bekommt man hier rein, indem man den Abzug gedrückt hält und den einfach reinschiebt. Die Waffe hat einen taktischen Kammerstängel. Die Waffe ist im Kaliber 308 Winchester. Man kann die auch wahlweise im Kaliber 30.06, 300 Winmag und auch 8x57 IS im weiteren Kaliber konfigurieren und herstellen lassen. Man muss dann immer mit einer Lieferzeit von circa 3 bis 4 Monaten rechnen. Wenn nicht, sogar länger. Das hier ist jetzt unsere Konfiguration von Kurt24. Deswegen haben die Waffen alle hier oben unser Logo, genau wie bei den Schmeißermodellen. Die Waffe hat eine Lauflänge von 610 mm mit einem Mündungsgewinde M14x1. Die Kappe hier könnt ihr rausdrehen und dann könnte man hier einen Schalldämpfer montieren oder eine Mündungsbremse. Bei der Waffe ist der Vorteil, man sieht nicht sofort, dass da wirklich eine Gewindeschutzmutter ist. Der Übergang ist recht dezent und fällt nicht sofort auf. Der Schaft, das ist ein Holzschaft. Das ist eine Soft-Touch-Beschichtung mit einem Lochschaft. Also mit dem Lochschaft sitzt die Waffe auf jeden Fall besser in der Hand. Man kann auch besser in den Anschlag gehen. Das ist erstmal gewöhnungsbedürftig. Ja, viele hatten früher keinen Lochschaft, aber wenn man ein- oder zweimal mit so einer Waffe mit einem Lochschaft schießt, dann merkt man, wie angenehm das ist. Hier haben wir eine Ventilation, damit der Lauf sich abkühlen kann. Wenn man eine schnellere Schussfolge hat, wird der Lauf irgendwann mal heiß. 308, das ist eine Büchsenpatrone, die hat auch ein bisschen Wumms. Da hatten wir aber auch einiges im Munitionsvideo erklärt, wie 308 zustande kommt. Hier oben ist schon eine Picatinny-Schiene vormontiert aus Stahl. Die müsste man nicht separat dazu holen. Das Magazin ist hier unten. Das Magazin bekommt man raus, indem man die zwei Knöpfe drückt, gleichzeitig am besten. Das ist ein Drei-Schuss-Magazin, welches serienmäßig immer dabei ist. Man kann aber auch Magazine mit einer höheren Magazinkapazität optional dazu erwerben. Das geht. Wenn wir die Waffe spannen, sehen wir hier, dass die Waffe gespannt ist. Dann können wir die Waffe hier hinten durch die Schiebesicherung auch sichern. Wenn die Waffe gesichert ist, dann sehen wir hier das S für Safe. Dann können wir auch nicht schießen. Der Abzug ist dann blockiert. Übrigens, wenn wir schon mal beim Abzug sind, es handelt sich hier um einen Feinabzug mit einem Abzugsgewicht von ca. 950 Gramm. Jetzt können wir halt nicht schießen. Der Abzug ist blockiert. Dafür müssen wir die Sicherung wieder nach vorne schieben. Dann ist die Waffe wieder entsichert. Und wir könnten schießen. Peng. Wir lassen jetzt den Verschluss mal offen. Jetzt kommen wir hinten zum Schaft. Die Wangenauflage können wir verstellen, indem wir den Knopf hier drücken und dann die Wangenauflage einfach nach oben ziehen. Dann hätten wir die schon mal verstellt. Wenn das hier mit der Länge nicht funktioniert, können wir die auch in der Länge verschieben durch diesen Knopf. Irgendwann natürlich, wenn man es zu weit zieht, kommt es komplett raus. Dann muss man es wieder hier reinschieben. Also man kann die Waffe schon auf
bestimmte Größenköpfe oder Personen mit einem gewissen Körperbau anpassen. Hier vorne und hier hinten haben wir die Möglichkeit, einen Riemen zu befestigen. Ist für einen Jäger in der Regel hilfreich. Das war's erstmal so zur Waffe. Jetzt kommen wir mal zu dem Set. Oder wir stellen ein Set zusammen. Die Waffe kommt immer in so einem Karton. Hier hätten wir schon mal die Bedienungsanleitung. Hier haben wir mal das Werkzeug, das ist ein Imbusschlüssel und dann hier die Riemenbügel. Die könnt ihr hier anbringen, damit ihr jede Art von Riemen auch befestigen könnt. Und hier sind halt zwei Aufkleber. Welcome to Team bla bla bla. Congratulations. Mehr ist da nicht drin. So, mit dem Karton sind wir jetzt durch. Wir kommen jetzt mal zur Waffe. Also in der Regel, was für einen Jäger ganz wichtig ist oder nicht fehlen sollte, ist ein Zweibein. Dann können wir die Waffe auch besser auf dem Tisch lagern. Wir werden die Waffe im Set nicht mit einem Riemen anbieten, sondern mit einem Zweibein und einem Zielfernrohr und einem Koffer. Nicht jeder ist von einem Riemen überzeugt. Nicht jeder Jäger möchte einen Riemen. Wenn man einen Riemen möchte, kann man das auch machen. Dann müssen wir halt das Zweibein weglassen. Um das Zweibein hier zu befestigen, müssen wir erstmal diese Schraube hier unten runterdrehen. Dann können wir die zwei Bolzen komplett durchschieben und dann werden die gespreizt. Und am Ende drücken wir die zusammen. Dann kommen die hier in die Nut. Genau, jetzt sitzt die drin. Und jetzt drehen wir die Schraube wieder fest. So hätten wir schon mal die Waffe festmontiert. Das Zweibein hat hier auch ein Gelenk. Das könnt ihr hier feststellen, so dass es gar nicht mehr wackelt, dann ist es fest. Dafür müsst ihr einfach nur diesen Hebel hier umdrehen. Wenn wir den komplett frei machen, dann ist er wieder lose. Und so ist er fest. Jetzt kommen wir zu einem Zielfernrohr. Wir haben uns für das Falke 3-12x56 entschieden. Das Zielfernrohr hat eine verstellbare Vergrößerung von 3-12, welches wir geht ein bisschen schwierig, hierüber verstellen können. Absehen ist auch beleuchtet. Dafür müssen wir hier eine Batterie reintun. Da kommt eine CR2032 Knopfzelle rein. Die ist auch mit dem Lieferumfang enthalten. Man kann bei dem Zielfernrohr optional auch das hier drauf montieren, sieht dann etwas taktischer aus, ist jagdlich vielleicht nicht unbedingt erforderlich. Man kann hier die Schraube rausdrehen und dann diesen Hebel hier reinsetzen. Dann kann man die Vergrößerung anhand dieses Hebels verstellen. Das Zielfernrohr müssen wir jetzt hier dran bekommen. Wir haben jetzt aber nur ein Problem. Wir haben keine Montageringe. Einen Moment, ich hole sofort welche. Die Montageringe sind bei den qualitativ hochwertigeren Zielfernrohren nicht mit dabei. Die muss man separat dazu erwerben. Vor allem, es gibt ja auch Zielfernrohre mit einer Innenschiene. Da muss man ein ganz anderes System verwenden. Da bringen auch die Montageringe nicht unbedingt etwas. Hier haben wir die Montageringe, jetzt von Hawk. Man kann auch welche von UTG nehmen. Das werden wir wahrscheinlich in den Sets ab und zu abändern, je nachdem, was kurzfristig verfügbar ist. Wir montieren zwar das Zielfernrohr an die Waffe, jedoch schießen wir die Waffen nicht ein. Dafür fehlt uns leider die Zeit. Das mit dem Montieren können wir zwar machen, wenn wir vorher wissen, wenn, ich sage jetzt mal, ihr möchtet irgendeine andere Waffe haben, eine Bergara, eine Brenner, dann schreibt uns kurz eine E-Mail, hey, ich möchte Freitag, Samstag, Sonntag irgendwann die Waffe mit XY zusetzen, erwerben. Dann können wir das vorher vorbereiten. Nur wenn ihr das 10 Minuten vorher am Telefon sagt, klappt das leider nicht.
So, jetzt haben wir die oberen Ringe erstmal ab. Na, schaut mal, wir haben einen kleinen Nachteil. Der Abstand der Montageringe ist viel zu breit. Hier passt das zwar gerade noch knapp, aber das gefällt mir nicht. Den versetzen wir ein bisschen nach hinten. Also ich habe diesen Ring um ein Slot nach hinten verschoben. Slot ist hier diese Einkerbung, nicht die Erhebung. Den setzen wir jetzt hier drauf und sieht schon viel besser aus. Genau, wir sind dicht am Lauf dran. Wir sind nicht zu weit oben. Das ist eine Medium-Montage. Ist kein Montagering mit einer hohen Aufnahme, sondern mit einer mittleren Aufnahme. Die gibt es in verschiedenen Höhen, nach oben oder auch nach unten. Die niedrige wäre zu klein, dann wären wir mit dem Objektivdurchmesser nicht klargekommen. Weil dann wären wir wahrscheinlich zu dicht am Lauf und wir könnten die Montageringe nicht zumachen. Was ich sagen wollte, die Picatinny-Schiene ermöglicht sehr vieles eigentlich. Mittlerweile kann man die Waffen auch selbst zusammenbauen. Das, was wir hier machen, kann jeder von euch zu Hause machen. Früher hat man für Sula Einhakmontagen, Schwenkmontagen, für die ganzen Systeme, bei den ganzen Repetierbüchsen, einen Büchsenmacher gebraucht. Man hatte da keine Schiene drauf, man musste dort ganz andere Schienen schweißen, kleben, wie auch immer. Ihr könntet theoretisch gesehen auch die Schrauben mit Loctite befestigen. Also hier kommt dann der Kleber oder hier rein und dann schraubt ihr die fest. Dann sorgt er dafür, dass die Schraube fest sitzt und irgendwann klebt. Dann werden die nicht mehr lose. Dann müsst ihr die auch nicht mehr nachziehen. Je nachdem halt, was für Montageringe ihr habt. Ihr solltet bei solchen Waffen in dem Kaliber und bei Zielfernrohren, die nicht gerade 20 Euro kosten, bei der Montage nicht sparen. Wenn ihr eine schlechte Montage habt, aber ein hochwertiges Glas, was vielleicht 400 Euro kostet, klappt das nicht. Kann sein, dass die Montageringe dann irgendwann abgehen oder zu lose, zu locker sind und das Zielfernrohr fällt dann auf den Boden. Kann sein, dass die Linse dann defekt ist. Was es auch noch gibt, was viele von den Sportschützen machen oder auch einige Jäger, nehmen solche Wasserwaagen. Die Wasserwaage kann man hier drauf montieren. Es gibt die auch in verschiedenen Durchmessern. Die gibt es für 1 Zoll, für 30 mm, für 34 mm, also für jede Art von Zielfernrohren. Dieses Zielfernrohr, das Falke, hat jetzt einen Mittelrohrdurchmesser von 30 mm. Wir machen das jetzt nicht. Aber man hat die Möglichkeit. Wenn ihr mal auf einer unebenen Fläche seid, auch ob jetzt mit Zweibein oder ohne Zweibein, dann könnt ihr mit der Wasserwaage sehen, hey, wie stehe ich denn? Bevor wir jetzt die Montageringe hier festziehen, müssen wir gucken, ob das Fadenkreuz gerade ist. Bringt uns ja nicht, wenn wir alles festziehen und das Zielfernrohr sitzt so und das Fadenkreuz sehen wir nicht so, sondern schräg. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Das machen wir jetzt, einen Moment. So, jetzt haben wir das Zielfernrohr oder das Fadenkreuz justiert, ist gerade. Und jetzt ziehen wir die Schrauben erstmal einigermaßen fest. Wir haben erstmal zwei Schrauben festgezogen, damit sich das Zielfernrohr nicht mehr dreht. Sonst wäre die Arbeit von vorhin für lau. Also, jetzt hätten wir das Paket erstmal fertig. Also so könnten wir problemlos in Anschlag gehen. Das ist schon mal ganz gut. Jetzt verstelle ich ganz kurz hier hinten den Schaft. Für mich. Das sieht auch ganz gut aus. Also hinten mit dem Schaft bin ich schon mal ganz gut mit dabei. Der Lochschaft ist für mich passend. Es handelt sich hier um einen Lochschaft für Rechtshänder. Wenn ihr Linkshänder seid, dann habt ihr leider Pech. Die Waffe könnt ihr als Linkshänder so nicht bedienen. Es gibt die Waffe aber auch als Linkshänder. Die muss man aber gesondert bestellen.
Die haben wir leider so nicht lagernd. Das C-Fernrohr, haben wir gerade schon gesagt, ist das Falke 3-12x56. Das C-Fernrohr hat 11 Helligkeitsstufen. Die 6, die gefällt mir. Genau, ist die 6. Die gefällt mir. Die ist in Ordnung. Die könnt ihr euch dann auch für euch anpassen. Okay, Kaliber ist auch 308. Die Höhe des Zweibeins könnt ihr auch umstellen, indem ihr hier einfach auf die Knöpfe drückt. Kann man die reduzieren oder auch verlängern. Je nachdem, was für ein Untergrund oder wie hoch ihr seid, ist alles anpassbar. Ihr könntet das Zweibein theoretisch gesehen auch andersrum montieren. Dann habt ihr aber folgenden Nachteil. In der Regel, wenn ihr irgendwo anliegt, ihr drückt euch ein bisschen gegen die Waffe. Das können die Long Range Schützen erst recht bestätigen. Wenn das Zweibein jetzt umgedreht wäre und wenn wir uns dagegen drücken würden, also gegen die Waffe, dann wäre das passiert. Ich zeige es euch. Wir sind theoretisch gesehen so. Und wir gehen ein bisschen in Anschlag. Dann klappen die zwei Beine hier wieder zu. Oder einer davon. Je nachdem, wie man verlagert ist. Oder wie man das Gewicht hier verlagert. Deswegen in der Regel nach vorne. Dann könnt ihr so einfach nicht umkippen. Jetzt könntet ihr auch sagen, was passiert, wenn das in die andere Richtung läuft. Ja, aber keiner zieht die Waffe zu sich. Das macht man nicht. Deswegen passiert das auch nicht. Einen Schalldämpfer montieren wir jetzt nicht, aber das kann man separat noch nachrüsten. Ihr habt die Möglichkeit, die Waffe dann entweder mit einem Koffer oder mit einem Futteral ausgeliefert zu bekommen. Der Koffer oder das Futteral sind dann natürlich auch so groß, dass das Set da reinpasst, inklusive Zielfernrohr und Zweibein oder Riemen, damit ihr nichts abnehmen müsst. Außer dem Schalldämpfer, den müsstet ihr abdrehen und entweder im Futteral in die Seitentasche oder im Koffer daneben tun, weil durch den Schalldämpfer wird die Waffe etwas zu lang und das passt dann nicht mehr in die normalen Futterale. Ihr könnt das Set natürlich online bestellen oder auch im Laden abholen. Das geht. Nur wir brauchen dann in der Regel ein paar Minuten oder ein paar Stunden, damit wir das alles vorbereiten und zusammenstellen. Deswegen vorher anrufen oder eine Mail schreiben. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal. Und wenn ihr weitere solche Videos sehen möchtet, wir verlinken euch hier einmal unser Schmeißer-Video und hier bekommt ihr einmal das Video zur Winchester XPR.